Yeah, Rock'n'Roll. Hallo und herzlich willkommen zu meinem nächsten Gast-Replay von World of Tanks. Ich bin Sanossi und kommentiere heute die M44-6er AD der Amis. Gespielt von Semper Primi aus dem klaren Debug auf Himmelsdorf. Ja, das ist schön, ne? Man will ein bisschen AD spielen, wo kommt man hin? Himmelsdorf, wie immer. Murphy's Law, naja, kennt man ja nicht anders. Ja, gab ja die letzte Zeit ein bisschen weniger Replays. Ja, war irgendwie nicht ganz so voller Elan, was das anging mit den Replays. Man muss ja auch mal ein bisschen Bock drauf haben. Und genau deswegen machen wir jetzt auch eine Week of the Replays oder Woche der Replays. Das heißt, es wird die ganze Woche über erstmal die ganzen gesammelten Replays werden erstmal rausgeschossen halt. Also heute welche, morgen welche, immer schön Zweierrunden. Gut, so, da gucken wir mal. Man sieht auch, Artimod ist auch drauf mittlerweile. Den hat wirklich fast jeder. So, und ist natürlich eine feine Sache, dass man mit der Adi auch die Panzergasse beschießen kann. Ja, die ist nicht ganz so genau. Also man sieht auch, er hat in der Adi das 20 Heat mit drin. Also ich muss sagen, ich habe diese Adi wirklich treumäßig komplett Heat-only gespielt. Also wirklich nur auf die direkte Treffer gebaut. Oh, der könnte treffen. Oh, so mit HE ist das auch eine feine Sache. Weil das Ding halt wirkt, das ist eine Drecksau. Also die M44, das ist eine absolute Troll-Arti. Die hat mit voll ausgebaut, ist die irgendwie bei 18, Catch-Sekunden Nachladezeit. Und wir können, oder das kann ich ja so sagen, die Heat hat 250 Durchschlag mit 700 Schaden. So, da ist der nächste weg. So, ein AT-8, der hat ein bisschen mehr Bums oder ein bisschen mehr Panzerung. Müssen Sie mal gucken, da ist nämlich nichts mehr. Ich muss ja sehen, dass er selber da nicht noch weggeflackt wird. So, da schon mal Heat geladen, ne? Wegen 250 Durchschlag. Könnte ja klappen, aber der AT-8. Ja, irgendwas zum Kaputtmachen gibt's schon. So, was kommt da noch an? Auch ein VK-3001H. Ja, den müsste man damit eigentlich locker, wenn man trifft, weg, genau wegknipsen können. Das ist halt das Tolle wirklich mit dieser Art hier halt, ne? Also wir haben da teilweise in 8er-Gefechten oder haben uns sogar mal mit dem Scout in 9er-Gefechte hochziehen lassen und waren dann auch mit zwei Dingern davon auf Platz 1 und 2. Ja, das war echt mehr als pervers, ne? Weil du hämmerst ja jedem 700 rein. Also das ist nicht nett, aber macht echt Spaß. Obwohl man dazu sagen muss, das trollt einen auch ganz gerne, ne? Also man hat auch echt Gefechte, da schießt du wirklich 10-mal daneben mit Heat. Oder die Dinger gehen in die Ketten und ne, man kennt das ja. Heat ist ja nun manchmal, kann manchmal echt eine Sau sein. Ansonsten ist diese Art, wie gesagt, sie macht Spaß. Sie ist nicht die ganz allergenaueste, aber hat einen Mörderrichtwinkel, wie man sieht. Also das sind ja fast 45 Grad hier. Und lädt unwahrscheinlich schnell nach. Also das ist eine tolle Sache. Ja, man sieht hier auch das, die Arti-Fokussierung. Man muss dazu sagen, man schießt damit ja nicht genauer, ne? Also das RNG ist nach wie vor gegeben. Man hat eine andere Sicht. Das heißt, vorhalten finde ich damit ist immer ein bisschen schwer. Also da tue ich persönlich tue mir damit schwer. Allerdings, na schön, der könnte. Naja, da hat er ein bisschen zu früh abgedrückt. Nee, also man muss halt wie gesagt immer ein bisschen gucken, das ist ein bisschen zwiegespalten. Also vorhalten damit finde ich ziemlich schwierig, da wechsle ich in die normale Sicht wieder rein. Allerdings kann man damit wirklich teilweise sehr gut visieren, um irgendwo ranzukommen, wo man sonst nicht rankommt. Na, der könnte, jawohl, schön AT-8 von vorne, 459 Rin, so muss das sein. So, da kommt noch ein Panzer 3. Ach, die haben ja auch noch 3 Artis, guck mal einer schon. Naja, 4 Kills schon, das auf Himmelsdorf, 1500 Schaden, 6er Gefecht oder 6er AD, schon mal nicht so verkehrt. Ja, gut, mittlerweile gehen die da drüben ein bisschen die Tanks aus. Nur ADs, aber auf der Seite hier sieht es auch nicht besser aus. Ja, ansonsten Himmelsdorf ist ja meistens immer so, also was in was Minion drüben macht halt, die Einzellinie runterfahren, kann man mit der AD auch sehr gut machen. Muss er nur noch treffen. Um da unten halt aufzuspotten. Mal sehen. Und was halt wirklich mit der Sicht hier, um da nochmal kurz drauf zurückzukommen, ziemlich geil ist. Ich kann halt wirklich durch solche Löcher wirklich durchschießen. Das heißt, ich kann ganz anders visieren. Das konnte ich sonst immer nicht machen. Also vom Gefühl her war man immer, da bin ich hier hängen geblieben, da hängen geblieben halt, ne? Und das geht wirklich wesentlich besser, finde ich. Also es ist ja Geschmackssache, ne? Es gibt auch Leute, die kommen mit dem Arti-Mod gar nicht klar. So, lass den kommen, lass den kommen, lass den kommen, lass den kommen. Ja. Lass ihn kommen. So muss das sein. Ne? Also gerade die TD-Sicht und so weiter, mit dem Modus fühle ich mich persönlich auch immer wohler mit.
Gibt auch welche, also ich habe mit ein paar Leuten bei mir aus dem Clan gesprochen, von Memo, die meinten, nicht so mein Ding, ich benutze lieber wieder die normale Sicht. Also das muss jeder für sich entscheiden halt. Ne? Die Mods gibt es ja frei runterzuladen, sind ja mittlerweile auch in den ganzen Modpacks drin. Umzuschalten mit G, wer es noch nicht kennt. Also ihr geht einfach in die Arti-Sicht rein, in die ganz normale, und dann drückt ihr die Taste G und dann kommt, genau. Und so habt ihr dann umgeschaltet, dann kommt er in den anderen Zoom-Mod rein. Der ist ein bisschen World of Warships nachempfunden, von der Visierung her. Aber ist eine feine Sache, also damit macht Arti-Spiel noch echt richtig Spaß, aber es gibt leider mittlerweile so viele davon. Na komm, den knispelst du doch auch weg. Jawoll, so muss er sein, wieder 400. Ach, das ist so geil. Ich kann da gerade so echt richtig mitfühlen halt, ne, weil das ist bei mir noch gar nicht so lange her. Also ich habe meine WZ-111-Mission wirklich die Amis komplett mit dem Ding gemacht halt. Ne. So habe ich den auch durchgelevelt. Gut, hat ein bisschen Glück gehabt. Ne, weil man halt einfach, das ist total geil. Du kriegst halt gut Schaden zusammen, kriegst gut Kills zusammen. Und du brauchst ja eigentlich nur zweimal treffen, das 1500 Schaden halt. Ne. Das ist halt, das ist wirklich die tolle Sache damit. Manche würden dann sagen, ja, Goldmoon und bla und blub. Aber ja, mein Gott, das darf auch mal Spaß machen. Da kann man auch mal ein bisschen trollen. Ne. Gibt genug Leute, die mit dem Panzer 3 hier oder 3-4 da halt mit der Trollgun rumfahren. KV-1 die Trollgun, M4 die Trollgun. Also von daher, ne, die schießen teilweise mit der E, dann schießen sie mit Gold. Also lassen wir die Kirche mal ein bisschen im Dorf. Wie gesagt, soll Spaß machen und ein paar so eine Runden sind dann auch mal ganz nett. So, Semper Primi, dann bleiben noch drei. Seh mal zu, ne? Krieger hast du schon. Wollen wir hoffen, dass er noch ein bisschen mehr mitzukommt. Gerade so mit der Arti auf Himmelsdorf. Ich meine, ich finde das ja schon, schon bemerkenswert, wie gesagt, überhaupt 6 Kills mit einer Arti auf Himmelsdorf zu machen. Ich bin ja froh, wenn ich das auf Malinowka hinkriege. So, mal gucken. Zeit ist ja noch genug. 8 Minuten sind noch übrig. Und ich sag mal, mit einer Arti andere Artis jagen gehen, das ist auch kacke. Und was er jetzt gemacht hat, finde ich eigentlich ganz gut. Nämlich, dass er auf HE gewechselt hat. Das müsste vom Schaden nämlich... Na, hier backt doch gerade wieder irgendwas von der Sicht. Naja. Das ist ein Replay-Bug jetzt hier gerade. Dass er umgewechselt hat auf HE jetzt wieder. Weil bei den Artis, dann trifft er sie vielleicht doch in den Ketten. Und da müsste er eigentlich genug Schaden machen, um die wirklich wegzuhämmern. So, jetzt ist das Problem, wer visiert hier schneller an? Oh, jetzt kann er sich Zeit lassen. Ah, diese... In den Replays, das klappt immer nicht so ganz. Wow, das Amorek noch gefetzt, wunderbar. So, 7 Kills. Da hinten kommt noch eine Hummel angehummelt. Oh, die macht der Eil dann auch weg. Eieiei. Hat der Eil gerade echt ins Wrack geschossen. Na ja, super. Naja gut, da braucht er jetzt nicht warten. Die Hummel wird den Aal nicht one-shotten können. Der Aal hätte ja nicht wegrammen können, aber drufter. Hätte eh gerade geballert. Aber da hätte ich gar nicht so lange gewartet, sondern einfach drufter. Ja, ansonsten Himmelsdorf. Viele schimpfen ja. Ja, ich bin da auch mal ein bisschen zwiegespalten bei der Map. Ich fahre da auch immer gerne doch mit etwas fixeren Panzern durch die Gegend. Ansonsten, wenn ich mit der Arti spiele, kann man das natürlich so machen wie Semper Primi hier, dass man sich auf die in die Heavy-Linie stellt. Na los, komm. Scheiße, der geht mal stiften. Da muss er nur aufpassen, dass er selber nicht weggeklipst wird. Ne, 220 hat er. Er hat jetzt 280 halt, aber so eine HE-Schelle vom AMX, die kann ihn halt auch hämmern. Aber wäre schon zu wünschen halt, ne, dass er jetzt dann doch noch die, die Radley Walters kriegt. Ja, alles klar. Also der A lässt sie ihm auf jeden Fall, weil er genau sieht, alles klar, für die Radley Walters. So gehört sich das. Das ist faires Miteinander halt und nicht noch irgendwie dieses ganze Arschlochgehabe, was momentan in Mode gekommen ist, von wegen ich klau dir und steal dir und das und das. Ist auch geil, kommt der A von hinten. Oh, ist das geil. Ich schmeiß mich weg, so, aber nochmal gerammt. Der hat das, glaube ich, gar nicht mitgeschnitten. Und er schiebt ihn vor... Ist das geil. Das ist ja total cool, ey. Er schiebt ihn vorne vor die Flinte, ey. Jawoll. Verpisst er sich, ey. Das ist ja der Knaller, ey. Man muss mal gucken, dass er den eigentlich weghämmert. Ja, genau, schön nach vorne. Ast rein. Ast rein. Richtig coole Sache. Ja.
Ja, das ist natürlich wirklich total klasse. So, ich habe jetzt mal die Auswertung reingezogen hier. Also gucken wir mal. Da hat das Ding gemeistert natürlich, der Ace-Tanker. Ja, dann gibt es natürlich einen Demolition-Expert, ne? Wegen Amorek. Jo, den Bruiser. Dann gab es die Gors-Medaille. Genau, dass man 10-mal so viel Schaden hat wie das eigene Fahrzeug Strukturpunkte. Dann, jawohl. Applaus, 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 Applaus. Die Radley-Walters-Medaille, sehr geil. Das auf Himmelsdorf. Aber eben zum Schluss, das hat mich echt weggeflasht. Richtig cool. Ja, die Top Gun, also den Krieger und das High-Kaliber. So, dann gucken wir noch einmal die Übersicht dran. 2840 Schaden, 8 Kills, 1241 Basics XP, 4 Medaillen. Jo, bleibt nicht viel zu sagen. Ne? 10 Schuss abgegeben und ja, gratuliere. Geile Runde gewesen, Regie. Ja, dann wollen wir mal sagen, sehen wir uns gleich zur Runde 2. So, da geht es gleich mal weiter mit der zweiten Runde der Gastreplays von World of Tanks. Wir befinden uns auf Erlenberg. So, Gefechtsstufe 6. Joa, eine Art hier auf beiden Seiten. Oh, sogar Begegnungsgefecht sehe ich gerade. So, also der T-150, der 6er Heavy der Russen. Also, das ist auch wirklich ein Heavy. Der hat eine gute Panzerung, ist relativ träge, hat eine, finde ich, ganz gute Gun. So, interessant ist, ja, ein etwas neuerer Spieler, 4000 Gefechte. Und ja, spielt komplett ohne Goldammo, wie man sieht. Also, ne, 35 AP, 19 HE. Okay. Ja, gut, im T6 sollte das sowieso kein Problem sein. Ein bisschen freaky wird es dann, wenn man jetzt T7, ja, T7 sollte auch noch gehen, aber T8 wird ein bisschen nervig halt, wenn dann irgendwelche anderen Heavies kommen. Aber gucken wir mal. Ich bin mal gespannt, wie er sie anstellt. Lass sich sehr vielversprechend halt. Erlenberg, tolle Map. Also, wir können, ja, genau. Ich mag hier eigentlich alle drei Modis, muss ich sagen. Also ich finde Verteidigung gut, ich finde das Standardgefecht gut, ich finde Begegnungsgefecht hier gut. Also mir macht das wirklich alles Spaß, liegt aber auch daran, weil ich die Map ganz gerne mag. Also ich finde, und auch wirklich alle Wege gefallen mir irgendwo. Es ist, ob es die 1er-2er-Linie ist, die 9-0er-Linie, ob ich mich durch die Stadt irgendwie durchschläge und versuche da irgendwie zu supporten, irgendwo in die Seite reinzuflacken, macht mir wirklich alles Laune. So, da gucken wir mal. Viele schimpfen ja immer, weil sie sagen, okay, Mensch, gleich zu cappen ist bescheuert. Die andere Sache ist wieder ein Begegnungsgefecht. Ich mache das mittlerweile auch. Das heißt, ich fahre Richtung Cap, in den Cap, wie auch immer. Ist der erste flöten gegangen. Da hat sie den Panzer Shrek zerhämmert. Ja, also ich mache das im Begegnungsgefecht, wenn ich ein Top-Tier-Heavy habe, muss ich dazu sagen, auch. Ich fahre in den Cap rein, weil die wollen was von mir. Was ich allerdings nicht mache, ich cappe dann am Anfang nicht durch, sondern fahre dann wieder raus. Aber ich will die ranlocken, weißt du? Weil wenn ich stehe, also direkt, oh, das war ein Low-Roll gewesen, ne? Ein bisschen mehr machen können. Ah, die Gun lädt relativ schnell nach, das ist ganz gut. Also um das nochmal zu sagen, ich fahre dann wieder raus, aber es ist so, die wollen ja was von mir. Das heißt, die wollen ja die cappen. Das heißt, die kommen dann alle. Wenn ich einen Top-Heavy habe, kann ich da unwahrscheinlich gut was machen. Was weiß ich, indem ich Sidescrappe oder weiß der Kuckuck was halt, ne? Das klappt also wirklich ganz gut. Und man sollte auch immer ein bisschen. Ah, der könnte. Ah, schade. Man sollte auch immer mal ein bisschen gucken, okay, wenn ich jetzt vielleicht einen etwas unerfahreneren Spieler habe, jetzt, also jetzt nicht irgendwie einen, der da jetzt mit 2.500 W8 durch die Gegend eiert, sondern ganz normal vor sich hinspielt. Hier ist, denke ich mal, vielleicht noch ein bisschen Luft nach oben, aber das sieht doch alles. Gucken wir mal, wie sich es weiterentwickelt. Ne? So. Der Cap wird gehalten. Als Top-Tier mit dem T150 kann man da sich zu einer richtigen Drecksau entwickeln. Also das funktioniert wirklich. Den soll da weg. Ja. Wir können aber ganz kurz gucken. Das habe ich nämlich auch nicht mehr im Kopf, wie viel der hat. Genau, 167 Durchschlag und 300 Alpha. Das war es nämlich, genau. Das war nämlich das war damals das Pendant zum KV-1S halt, ne? Weil der KV-1S hatte ja diese Mörder-Gun drauf mit 175 PN, dieses Standard 122er Rohr. Und hier ist halt das Ding drauf, der hat ein bisschen weniger. Schießt aber schneller. Also ich bin mit dem auch echt gut klargekommen, muss ich sagen. Obwohl er könnte langsam mal so ein bisschen seinen Alpha-Schaden erreichen. Das ist auch ein Phänomen-Problem, was ich in letzter Zeit so ein bisschen bei mir habe, dass ich halt mit meinen Tanks kaum noch den Alpha-Schaden erreiche. Ja, jetzt waren wir 318. Aber auch wirklich immer so 10-15% drunter liege und das ist richtig nervig auf die Dauer. Ah, schade. Da könnte aber, wenn die Hellcat keine Reparatur geskillt hat, müsste er den eigentlich wegkriegen. Genau. Das klappt nämlich. Das ist nämlich der nächste Vorteil von dieser Gun, weil die halt ein bisschen schneller schießt.
Ne, die brauchte halt nicht diese 12 Sekunden damals oder 14 Sekunden, die der K1S hatte, sondern die lädt ein bisschen schneller nach. So, und im Endeffekt, genau, Motherfuckers, bla 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 bla, Team. Sich selber zu blöd anstellen, erstmal alle voll flamen. Das ist genau das Richtige halt, ne? Jo. Im Endeffekt, wie gesagt, er macht's genau richtig. Ich würde das genauso runterspielen. Einfach, zack, stur in den Cap stellen. Wie gesagt, die kommen schon, ne? Die wollen ja die cappen. Das heißt, genau richtig. Sie eine gute Position suchen, warten, bis sie angeflötet kommen und dann einfach weghämmern. Der ging voll durch ihre Panzerung. Ah, der war schön. Muss er nur ein bisschen gucken, dass er von rechts jetzt nicht aufs Korn genommen wird, aber ich löse mal eben die Kamera, ich will mal eben gucken. Also wenn, gut, wenn die hinten rumziehen, dann könnte er eventuell einen kriegen halt, aber ansonsten steht er da noch relativ gut. Muss ein bisschen gucken, dass er natürlich nicht, dieses 90 Grad rausfahren, da vielleicht noch mal ein bisschen gucken, dass man den Arschschleich mal nach rechts dreht und dann mal so ein bisschen im Sidescrap, das kann man für sich selber schon mal ein bisschen üben. Ne, weil so 90 Grad raus, das heißt, wenn da drüben jetzt einer guckt, der hämmert ihn da jetzt voll in die Seite. Ich meine, das ist ja natürlich auch schön, dass die da alle natürlich auch alle rankommen, aber das ist halt wirklich das Gesetz des Begegnungsgefechts. Oh, da hinten geht's zur Schule. Ne? 243 Kinder sind schon drin. Ach Gott, eine Arti gibt's hier ja auch noch. Ja, mittlerweile 9 zu 11. Also es würde ein bisschen knapp werden. Mittlerweile müssten sie mal ein bisschen gucken. Gut, ein Covenanter, der kann hier nicht so viel ausrichten. Oder ein T-34, sonst bewegt er sich mal. Ich hab, was ich nicht weiß, ist, weil... Den müsste er eigentlich wegkriegen. Jawohl, der hat schön gepennt. Das ist natürlich gerade im T6-Bereich ist das... Also bis T6 größtenteils ist es noch so, dass da natürlich aber auch sehr viele unerfahrene Spieler noch mit drin sind. Weil halt auch gerade die T4er, T5er, die mit reinkommen... teilweise 1000 Gefechte haben, die wissen doch überhaupt nicht, was sie machen sollen. Und dementsprechend ist das da teilweise auch ein bisschen einfacher, dann da wirklich durchzuhämmern. Aber muss man gucken, drüben der Tok hat 5 Kills. Ich meine, viele lachen über den Tok. Oh, das ist gut, da kann er... Jawohl, schön, so KV85 wird den jetzt, denke ich, mal wegmachen. Hat er genug kurzen Reload. Vielleicht schafft das aber sonst der 150er noch einen wegzudrücken. Jawohl, das reicht. Oh, Top 2, Wanne kein Durchschlag, so dann ein bisschen schneller reagieren. Ich glaube, er hat nicht mitgekriegt, von wo er den Schuss gekriegt hat. Aber er muss. Der scheint schon wieder zu sein. Der Tok hat wirklich nicht geschossen. Oh ja, gucken wir mal. Ich finde das, im Prinzip finde ich das ganz witzig halt, ne? Weil im Endeffekt, wir fahren 100 Meter, stellen uns in den Cap rein und warten wir mal und harren mal die Dinge, die da kommen. So, ne? Und ich habe das auf Minen im Begegnungsgefecht ganz häufig. Also wenn ich da ein Top-Heavy bin, weil ich bin schon so oft weggecappt worden, ne? Dann kennt jeder von euch. Du fährst Minen, du fährst in den Cap rein und was passiert? Von deinen Flöten steht da nicht einer. So, zack, wirst du weggecappt. Und deswegen fahre ich mittlerweile, ich fahre einfach nur noch stur in den Cap rein. Ich wiederhole mich, ich weiß, aber das ist einfach so. Ne, weil so oft schon flöten, sind die Runden flöten gegangen wegen so einer Scheiße. So, mit dem Tok, da muss er jetzt ein bisschen aufpassen, weil der Tok hat ein ziemlich eine ziemlich geile DBM-Kanone. Da ist, glaube ich, die Gun vom Black Prince drauf, wenn ich mich nicht täusche. Das muss er mal ein bisschen gucken. Nicht zu doll anwinkeln. Das muss wehtun. Ob der Tok, glaube ich, winkelt, ist relativ Lokus, aber... Ja, der ist weg. Kette repariert. Weiter geht's. So, jetzt hat er den getrackt. Jetzt muss er mal gucken, dass er sich mal ein bisschen gerader hinstellt. Also da empfehle ich dann auch nochmal, obwohl, naja, das geht naja, ein bisschen weniger. Obwohl, der schießt ihm an der Seite jetzt durch den Turm durch, der Turm ein bisschen doll gedreht. So, genau. Jetzt hat die Arti einmal getroffen. Jetzt müsste der Killshot. Jawohl, passt. Wunderbar. So, 5 Kills. Das ist schon mal toll. So, jetzt gilt es nur noch, die Arti zu finden halt. Jo, das ist die Frage. Capst du durch? Versuchst du mit dem T-150 den... Ja, eine Grille noch zu holen? Ich weiß nicht, ich weiß nicht. Das wäre mir, glaube ich, auch... Nee, dafür ist die Büchse einfach zu lahmarsch. Ja, kannst du doch sehen. Komm, stell die irgendwo hin. Und gut ist. Also was ich hier empfehlen würde, wäre wirklich, üb noch mal ein bisschen das Anwinkeln. Das war ein bisschen unglücklich gewinkelt eben. Ein bisschen zu dolle.
Da hätte ich, glaube ich, ein bisschen weniger, weil das war eigentlich schon eine Mahlzeitstellung auf 100 Meter Entfernung halt. Also eigentlich zu viel von der Seite angeboten. So, und die Grille müsste jetzt eigentlich genau durchfahren. Da braucht keiner eigentlich so stehen bleiben, da braucht er die Wanne auch nicht mehr richten. Natürlich klar, dass sie zugeht. So. Und der Kirsch hat wunderbar. Ja, ich sag mal, unspektakuläre Runde im Endeffekt gewesen, aber ich meine, was willst du mehr machen? So kommst du auch mit dem T150 zu 4100 Schaden, auch als ein etwas unerfahrenerer Spieler. Ne? Funktioniert so, ich ziehe mal ganz kurz die Daten rein hier. Also wir haben da schließlich auch schon World of Tanks, na wunderbar. Also wir haben hier den die Mastery Badge. So, dann Fire for Effect, Shellproof, Duelist und den Bruiser. So, dann die, wie der Typ auch immer heißt, also das ist, wenn du vier Gegner im Cap killst. Das hat er geschafft. Das ist der Vorteil, wenn du im Cap drin stehst mit dem Top-Tier. So, dann hat er die Steelwall, oder klappt eigentlich auch immer. Da drin, so, dann hat er den Krieger, wunderbar. Und das Großkaliber. So, dann gucken wir nochmal. 4119 Schaden, 6 Kills, 1805 Erfahrungspunkte. Mit 4 Medaillen. So, 21 Schüsse abgegeben, 19 Treffer davon, 16 Durchschläge. Joa. Nochmal 1100 abgeblockt, halt 62.000 Credits rausgekommen, also damit kann man auch leben. Ja, wie gesagt, eigentlich gar nicht so viel gemacht, nur effektiv gespielt, natürlich auch mit ein bisschen Glück dabei. Ich empfehle da vielleicht nochmal, mach mal vielleicht ein paar Kurse beim Debug mit. Wird helfen, auf jeden Fall, dass das mit dem Winkel ein bisschen besser klappt und sowas halt. Und ich denke mal, dann sollten auf jeden Fall auch noch weitere so erfolgreiche Gefechte folgen. Ja, ich hoffe, es hat euch gefallen. Würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal wieder mit dabei seid. Und ich würde mal sagen, wir sehen uns dann morgen zum nächsten Replay. Ciao.